Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Dienstagmorgen. Heute ist der 19. April 2022. Im neuen Kalender haben wir den 31. März 2022. Das Jahr stimmt auf jeden Fall nicht, davon können wir ausgehen, aber die ersten zwei Zahlen stimmen. Und wir haben für morgen den Übergang der Sonne, hier ist sie, vom Widder in den Stier. Und morgen ist der 20.04. laut altem Kalender. In der neuen Zeitrechnung haben wir den 1. oder in der echten Zeitrechnung haben wir den 1. April. Das Jahr ist ungewiss, aber wir müssen es nehmen, weil wir im Moment kein anderes Konkretes haben. 2022. Wie komme ich darauf, dass der zweite Monat April ist? Na, weil der erste Monat ist März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, 7, Oktober, 8, November, 9, Dezember, 10. In unseren Monatsnamen steckt ja die alte Rechnung noch drinnen. September 7, Oktober 8, November 9 und Dezember 10. Ja, es scheint jetzt irgendwie loszugehen, weil dieses Horoskop zeigt uns hier eine unendlich starke Fischebetonung, wie wir das schon in den letzten Horoskopen so stark hatten. Es schaut ganz danach aus, als würde sich das alte Fischzeitalter jetzt in einem großen Reinigungsprozess verabschieden, um das neue, das Wassermann-Zeitalter begrüßen zu können. Ein Zeitalter dauert ca. 2160 Jahre. Wie kommt man darauf? 30 Grad und jedes Grad dauert rückläufig 72 Jahre. 72 mal 30 sollte 2160 dauern. Ein kompletter Umlauf, ein platonisches Jahr sind 25.920 Jahre, also 12 mal die 2160. Und noch spannender wird es, wenn wir dann ausrechnen, dass 12 mal 25.920 Jahre 311.040 ergibt, ungefähr dieses Zeitalter, welches Zecharia Sitchin sozusagen als, also Zeitalter ist ein Zeitpunkt, ja, vor 300.000 Jahren hat Zecharia Sitchin, dass diese Menschheit geklont wurde. Du weißt ja die Siegfried-Sage, Siegfrieds Bad im Drachenblut, Nahasch, die Schlange, der Spitzname des Gottes Enki. En ist der Herrscher, Ki ist die Erde. Und möglicherweise, dass nach 12 Umläufen nämlich jetzt etwas Gröberes geschieht, das heißt, das Video von Professor Dr. Heinrich Kusch hat mich jetzt nicht allzu euphorisch gestimmt, aber zum Glück halten wir mit unseren mentalen Energien dagegen und wir sind stärker, weil wir können den Lauf der Zeit nicht aufhalten, aber wir können den Lauf der Zeit mit unseren positiven Bildern nutzen, ja? Genauso wie sie alle machen. Ja, noch ein kurzes Wort zu Edmund Herbert Troinski, einer der großen, genialen deutschen Astrologen, neben zum Beispiel einem Alfred Witte, der die Hamburger Schule gegründet hat, dann ein Udo Rudolf, also sein Nachfolger, beziehungsweise auch eine Ruth Brumund mit dem legendären Regelwerk der Hamburger Schule. Also alles immense Astrologen und natürlich Reinhold Eberdin als großes Überlicht sozusagen am deutschen Genie, genialen Astrologenhimmel. Und hier schreibt Troinski in seinem Buch aus dem Jahr 1955, und zwar hat er hier, ich habe das rausgestrichen, das Zitat ist nämlich recht gut, das gewissenhafte Studium der Mundanastrologie zeigt, dass die Verbrecher an der Menschheit nicht ohne einen gewissen genialen Spürsinn sind, sich die passenden Zeiten für ihre satanischen Unternehmen auszusuchen. Naja, der Mann ist mir sympathisch. Wie gesagt, interessanter, sehr, sehr interessanter Mann. Hier haben wir, glaube ich, das ist hier AstroWiki zeigt, sein Bildnis, also das heißt, er ist 1910 als Schütze geboren, am 18.12. geboren. Hier ist sein Radix, das hätten wir dann hier, aber ich glaube, das würde den Rahmen heute ein wenig sprengen. Es reicht schon mal, wenn wir in unserem bescheidenen Bereich bleiben und jetzt würde ich sagen, wird die Zeit tatsächlich immer mehr und mehr verdichtet und ich habe auch die Wandergruppen jetzt halbiert. Dieser Samstag findet
nicht statt, erst wieder nächster Samstag. Heute findet die Dienstagsgruppe statt, dafür ist nächsten Dienstag nichts. Ja. Ich muss auch sozusagen jetzt schon ein bisschen kompakter agieren, weil ich möchte mich nicht am falschen Fuß erwischen lassen. Und wir wissen ja, wenn etwas kommt, kommt es vorzüglich am Wochenende. Das ist dann die Lage zur Rede der Nation. Wir haben sie ja alle schon unter dem Zeichen der Raute vermutet. Aber ich habe mich nach meinen großartigen Leistungen in Sicherheit gebracht. Wunderbar, einzigartig. Wir werden immer an dich denken. Naja, also unheimlich spannende Zeit, sehr, sehr dichte Zeit, die sich jetzt abspielt. Und auch die Frage des Tages geht in Richtung Blackout. Es geht jetzt darum, dass wir, ich sage es mal so, täglich damit rechnen müssen, ja, und seelisch darauf vorbereiten, was mache ich, wenn ich mit dem Auto im Stau stecke. Kann ganz interessant sein, wenn keine Ampel mehr funktioniert und wenn im Tank nicht mehr viel drinnen ist. Also das heißt, bitte all diese Dinge schon im Hinterkopf behalten. Ich habe mal ein Video gemacht über einen Rucksack, über eine Art Notrucksack, den man im Auto parat haben sollte, wo man auch im Auto sozusagen eine Trinkwasserflasche haben sollte, eine Decke von mir, Haube, Handschuhe, eine Jacke und natürlich vielleicht ein bisschen, was sind zwei, drei Müsli-Riegeln und ganz wichtig, Turnschuhe oder Wanderschuhe. Das heißt, wenn man einige Kilometer von zu Hause weg sein sollte mit dem Auto, dass man doch noch irgendwie nach Hause kommt, denn ohne Strom, was wird nicht funktionieren? Naja, ich glaube, das mit dem Handy wird ein bisschen schwer werden, oder? Beziehungsweise auch, wenn es Verwandte gibt, die in einem Pflegeheim sind, ältere Verwandte, was wird in einem Pflegeheim geschehen, wenn es keinen Strom mehr gibt, wenn man nicht mehr kochen kann? Was werden die Angestellten machen, die zum Beispiel aus Polen kommen, aus Ungarn kommen, aus der Slowakei kommen oder egal, wo auch immer sie herkommen? Könntest du dir vorstellen, dass sie das Bedürfnis verspüren werden, nach Hause zu ihrer Familie zurückzukehren? Eine Verschwörungstheorie, ein völlig abwegiger Gedanke. Nein, die werden sich natürlich bis zum letzten Atemzug für ihre Pfleglinge aufopfern. Ha, ha, ha. Gut, wir haben dreimal kurz gelacht. Aber wie auch immer, nehmen wir zunächst einmal, ich würde sagen, die alten Zahlen dran, weil sonst haben wir schon wieder die Zeit überzogen. Die alten Zahlen, also 20.04.2022, 2024, 26, nochmal 26, 28, 30, daraus resultierend die 3. Aus der 20 können wir eindeutig ablesen, hier geht etwas zu Ende. Und zwar hier geht etwas Großes zu Ende. Wir haben ja auch wieder einmal, wie schon so oft zuvor, den Saturn im strukturauflösenden 12. Haus. Aber dazu kommen wir dann noch im zweiten Teil. Die 20, naja, Versorgungsängste, oder? Versorgungsängste. Angst vor Armut, Angst vor Verarmung. Ja? Und hier geht auch etwas Großes zu Ende. Und die Auferstehung bedeutet, dass ganz einfach viele Seelen diese dreidimensionale Seinssphäre verlassen werden. Es ist ja auch das Gericht, die 20. Das, wie sagt man, Pilzgericht, aber das, was auch immer. 24. Die 24 an zweiter Stelle, die Streitzahl, Partnerschaftsprobleme. Man setzt sich gerne aggressiv durch, man lässt keine anderen Meinungen gelten und man soll eben sozusagen lernen, auch anderer Leute Ansichten gelten zu lassen und sozusagen auch zu wissen, dass eben, wenn eine Zivilisation sozusagen zu Ende geht, ja, dass man eben, dass es nicht sinnvoll ist, dem Partner die Schuld zu geben, weil was kann der dafür, oder? Ich meine, das ist ja das Blöde. Man macht sich dann gegenseitig Vorwürfe anstelle in die innere Gelassenheit, also gibt es äußere Gelassenheit vielleicht auch, aber anstelle in Ruhe und Stille zu gehen, ja, weil mehr kann man in dieser Situation sowieso nicht machen. Wenn man sich aufregt, wird das Ganze nur noch viel schlimmer. Die 26 an dritter und vierter Stelle bedeutet, dass wir jetzt doppelt sozusagen zur Kasse gebeten werden. Das heißt, wir dürfen uns so richtig anstrengen, weil, wie es so schön heißt, jetzt geht's los. Aber darauf haben wir uns ja monatelang, glaube ich, mental, materiell, körperlich, seelisch und so weiter vorbereitet. Das war ja auch der Grund, warum ich so viel über gewisse Dinge, insbesondere Visualisieren, gesagt habe. Denn jetzt fahren wir die Ernte dessen ein, was wir gemacht haben. Naja, und die anderen, die alles geglaubt haben, die werden auch ihre Ernte, ihre seelenbefreiende Ernte einfahren. Denn ich glaube, die gewisse Substanzen, die sich jetzt in der Blutbahn befinden, die werden jetzt ihr Werk verrichten. Die 28, extrem stur. Man möchte, dass sich nichts verändert. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Allerdings verändert sich jetzt alles. Der Great Reset ist nichts anderes als eine Nutzung von astrologischen Strömungen, von
kosmischen Strömungen, das ist der kosmische Energiestrom, wie ich es gerade von Troinski vorgelesen habe, dass sie eben für ihre satanischen Unternehmungen die kosmischen Strömungen einfach perfide nutzen. Das weißt du aus dem alten Ägypten, aus Atlantis, aus Babylon, aus dem chinesischen Großreich. Alle haben die Astrologie als die oberste Wissenschaft betrachtet und es war eine Geheimlehre. Ja? Also sehr interessant. Wie gesagt, wenn die 28 in ihr Potenzial geht, dann hat sie immense Fähigkeiten, also sehr, sehr spannende Geschichte. Die 30 als letzte Zahl, ein tröstliches Ende, ein tröstlicher Abschluss. Hier geht es um Zuversicht, gute Aussichten, allerdings weniger Energiereserven und sozusagen auch ständiger Rückzug vonnöten. Wir ziehen uns dann in weiterer Folge in den zweiten Teil zurück. Ende.